Und die Linke ist in der Tat jetzt als Nächste dran, während Philipp Rösler noch Applaus hört. Die Linke steht mit einer Doppelspitze hier im Landtag. Manfred Sohn vorne links im Bild, dahinter Crescentia Flauger. Und die beiden haben sich ihre Antwort auf die Regierungserklärung geteilt. Sie werden beide also jetzt nacheinander Stellung nehmen, während die Regierungsabgeordneten noch immer Philipp Rösler Beifall zollen, auch und gerade die Abgeordneten in der CDU-Fraktion, angeführt vom Fraktionsvorsitzenden David McAllister, der sozusagen den Takt vorgibt. Großer Applaus für die kürzeste, die knappste Rede am heutigen Tage. Als nächster Redner hat sich zu Wort gemeldet Herr Dr. Sohn von der Fraktion Die Linke. So. Ich erteile ihm das Wort. Die erste große Rede jetzt eines Vertreters der linken Fraktion. Herr Präsident, meine Damen und Herren, es ist mir eine große Freude. Zunächst möchte ich etwas zur Geschichte sagen, dann etwas zur Gegenwart, die so um den 27. Januar begonnen hat, und dann zur Zukunft. Zunächst zur Geschichte. Herr Hirsche und Herr Rösler, Sie können mir persönlich glauben, dass ich weder Herrn Dr. Frommholt vergessen werde, noch Herrn Dr. Regensburger. Für die Nichtliberalen, das sind zwei Mitglieder der DVP, also des Vorgängers der FDP, die im Faschismus umgekommen, eines der Vorgänger neben der DDP, die im Faschismus umgekommen sind. Ich bitte Sie nur, dann auch die sieben Mitglieder, die Sie vorne auf der Bronzetafel sehen können, der KPD, die im Faschismus umgekommen sind, nicht zu vergessen. Und Herr McAllister, ich werde die Helden des 6. Juni 1944, die in der Normandie begraben sind, nicht vergessen. Ich erwarte allerdings von Ihnen, dass Sie auch die Rotarmisten, die an der Wolga begraben sind und die Churchill mit dem Schwert für Stalingrad geehrt hat, nicht zu vergessen. Das sollten wir, glaube ich, gemeinsam tun. Und vielleicht können wir versuchen, diese ganze Frage der geschichtlichen Bewältigung, wozu ich gerne bereit bin, über alle Kapitel der deutschen Geschichte kritisch und solidarisch und in der Tiefe, die dieser deutschen Geschichte in ihren verschiedenen Aspekten angemessen ist, diskutieren. Und wir wollten dies meines Erachtens im Geiste eines christlichen Widerstandskämpfers tun, den Sie alle kennen, nämlich Herrn Niemöller, der sagte, ich zitiere, als die Nazis die Kommunisten holten, habe ich geschwiegen, ich war ja kein Kommunist. Als die Sozialdemokraten eingesperrt wurden, habe ich geschwiegen, ich war ja kein Sozialdemokrat. Als sie die Gewerkschafter holten, habe ich geschwiegen, ich war ja kein Gewerkschafter. Als sie mich holten, gab es keinen mehr, der protestieren konnte. Ich empfehle Ihnen, das sollten wir gemeinsam niemals vergessen. Zur Gegenwart. Nun hat sich also die Regierungskoalition noch einmal, ich vermute ein letztes Mal, ins Amt geschleppt. Sie haben gegenüber den letzten Landtagswahlen zusammengenommen 512.918 Wähler verloren. Sie müssen sich das bildlich vorstellen. Der Waterloo-Platz oder für uns Braunschweiger vielleicht der Kohlmarkt oder für Herrn Möhle und mich der Schützenplatz in Peine, voll mit Menschen. Auf manche Marktplätze geht da gar nicht drauf. Stellen Sie sich jeweils den größten Platz Ihres Kreises vor. Über eine halbe Million. Und diese halbe Million, die Sie vorher gewählt haben, von einem Wahltag auf den anderen alle weg. Das ist Ihre Lage. Und dieser geschwächten Regierung steht nun eine quantitative und qualitativ gestärkte Opposition gegenüber. Quantitativ spüren Sie das heute alle, weil Ihr Abstand und Ihr Größenverhältnis zur Opposition nicht gewachsen, sondern geschrumpft ist. Sie wissen das sehr gut. Und qualitativ haben Sie eine neue Kraft im Parlament, die einzige, das zur Frage des Wählerrespekts, die einzige, die relativ wie absolut sowohl gegenüber den letzten Landtagswahlen als auch gegenüber den letzten Bundestagswahlen an Stimmen gewonnen hat. Nehmen Sie wieder das Bild mit dem Waterloo-Platz oder dem Kohlmarkt oder dem Schützenplatz. Da stehen jetzt ungefähr eine Viertelmillion Wähler, haben alle ein Gesicht. Und im Geiste haben die alle die Fahne der Linken.
Das gibt Hoffnung, das gibt Mut, das gibt Perspektive. Und nun fragen Sie sich natürlich, wo kommen die alle her? Die eine Antwort ist, die kommen vielfach von den vorher von Ihnen beklagten Nichtwählern. Und die andere Antwort ist, sie kommt von Ihnen, von der CDU, von der FDP, von den Grünen und von der SPD, weil Sie natürlich Resultat, insofern danken wir Ihnen in gewisser Weise, Resultat Ihrer gemeinsamen Politik sind. Und Herr Wenzel, mir ist natürlich klar nach dieser Rede, warum politisch gesehen Hannover zwischen Göttingen und Hamburg liegt. Das war ja doch eine deutliche Offerte an Schwarz-Grün, die in Göttingen schon praktiziert wird und da den Sozialabbau mit betreibt. Und Hamburg, wo Sie gemeinsam den Sozialabbau mit betreiben wollen und wo Sie auf Bundesebene Hartz IV mitverantwortet haben. Nun war die große Frage nach dem 27. Januar, wie reagiert eine Regierung, die ein dermaßenes Wahldesaster nur mühsam durch die zur Stau gestellte Siegeslaune, die man früher eher mit dem Lächeln von Herrn Albrecht in Verbindung gebracht hätte, wie diese Regierung diese Situation nach dem 27. meistert. Die Frage war also, wird das eine Regierung mit dem Mut der Verzweiflung oder wird das eine Regierung mit der entschlossenen Mut und Kraftlosigkeit? Die Frage ist inzwischen durch die Regierungserklärung beantwortet. Das ist eine Regierung der organisierten Mut und Kraftlosigkeit. Das hat man, wer Augen hat zu sehen, hat das im Grunde auch schon im Wahlkampf gemerkt. Herr Hürche hat ja mehrfach darauf hingewiesen, dass wir dieses schöne Wappentier, unser Pferd, haben. Im Original, anders als dem, was dort hängt, im Original ist das ein kraftvolles Pferd im Höhepunkt seiner Kraft. Frau Helmholtz, es sei mir verziehen, als eine der beiden einzigen Fraktionen, die ordentlich quotiert sind, es ist auch kein geschlechtsloses Wesen, es ist ein Hengst. Mit allen seinen Sinnen. Und nun wissen Sie ja, jeder von Ihnen in der parlamentarischen Demokratie, nun können Sie ja Ihre Pferdekenntnisse untereinander gleich noch draußen austauschen. In der parlamentarischen Demokratie ist der Wahlkampf ja so ein bisschen sowas wie der Zeugungsakt einer Regierung. Und damit zeigt sich natürlich auch im Wahlkampf, was hinten rauskommt. Und nun legen Sie mal vor dem geistigen Auge dieses schöne Niedersachsenross, das schönste Wappentier aller Bundesländer, neben Ihre erbärmlichen Wahlplakate. Und neben diese Silhouette, die Sie auf diese Wahlplakate geklebt haben. Da gibt es nämlich dieses Pferd, das ist sinnenlos, augenlos, geschlechtslos, sozusagen zeugungslos. Und das ist in der Tat das, was von dieser Regierung eben im Wahlkampf schon erkennbar erwartet werden kann. Das ist eine Regierung der Sinnenlosigkeit, der Kraftlosigkeit und der Zeugungsunfähigkeit. Das kommt dabei heraus.